një grua e cila do ta pranojë Islamin. Allahu Akbar. Sa më dashi mund të bëhem ato. Ah, ha, 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 Boni vend, boni vend. Ma të flasim. Tjaqëm, tjaqëm. Achtung, Achtung, Brüder, Brüder, Brüder. Achtung, 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 Ich habe erstmal eine Schwester, das vor uns sehr, dass du Islam annehmen willst. Dann, du hast dich sicherlich über den Islam informiert. Du weißt, was es bedeutet. Wenn du sagst, ich habe mein Leben in Allah, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, andere Wege zu erlassen. Es wäre gut, wenn du die Kamera nicht bringst auf die Frau. Da bezeugen, niemand hat das Recht, andere Wege zu erlassen. Allah ist der allmächtige Gott, kein arabischer Gott, sondern der Gott aller Menschen, der Gott von Jesus. Der Gott von Mohammed, von allen Menschen. Und dann bezeugt man damit, dass Gott einzigartig ist in seinen Eigenschaften. Kein Mensch, kein Tier, kein Mann, keine Frau, sondern ein Wesen unserer Vorstellungskraft. Ich bezeuge, dass Gott der Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums ist. Dann bezeugt man, ich habe Mohammed und Rasulullah. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte von diesem Gott ist. Der letzte Gesandte, der mit dem Koran gekommen ist, dass das Wort Gottes ist. Ich glaube, dass der Prophet Mohammed zu wissen berichtet hat. Ich glaube, dass er gezeigt hat, so wie wir Gott dienen sollen. Und ich glaube, dass was er verboten hat, dass er seine Inspiration von Gott ist. Und das, was er geboten hat, auch eine Inspiration von Gott ist. Wenn man dies mit Herz, vom Herzen sagt, im Islam anzunehmen, fängt man einen neuen Lebensabschnitt an. Und inshallah werden alle Sünden vergeben. Bist du damit einverstanden, Islam anzunehmen? Soll ich das, kannst du das Arabisch hinaus oder soll ich es nur vorsagen? Du kannst es schon. Alhamdulillah. Okay, dann gebe ich dir das, inshallah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Allahu Akbar! Schwestern unten, ihr müsst dieser Schwester helfen. Und Bruder, ich glaube, du kennst die Frau. Bruder, falls es irgendwelche Probleme gibt, ja, ihr habt die Internet-Einladung zum Paradies, ich gebe euch auch noch meine Nummer, meine Privatnummer. Falls es irgendwelche Probleme gibt, wir sind immer für euch da. 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts, okay, 4 Uhr nachts auch. Wie gesagt, wann wieder. Ihr könnt immer anrufen. Ja, wir sind also für, wir wollen das festigen. Wie gesagt, wenn ihr Informationen über Islam braucht, du kriegst auch noch ein Buch von uns geschenkt da draußen, inshallah. Und das wollte ich nur gesagt haben. Wie gesagt, Bruder, mach Dua für die Schwester, mach du auch Dua für mich. Weil du bist jetzt ohne Sünden, sehr wahrscheinlich ist deine Dua angenommen.